Ich begrüße euch ganz herzlich zu diesem neuen Video. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr eingeschaltet habt. Also, heute macht uns das Wetter so ein bisschen Strich durch die Rechnung, so wie auch gestern. Es regnet. Wir wollten gerne draußen weitermachen an der Überdachung. Es steht nach wie vor alles so da, wie Adam es hingestellt hat, mit Schraubzwingen fest. Und eigentlich wäre der nächste Schritt, das alles festzuschrauben. Andererseits, was war dann noch? Müssen wir wieder den Balken oben abnehmen, diese Querdinge rauflegen, dann zusammen an die Wand und dann festschrauben, weil er von oben nicht schrauben kann, weil da kein Platz ist zwischen Decke und diesen Sparren, die oben drauf liegen. Auf jeden Fall liegt schon ein bisschen was an, ne? Aber wie gesagt, es regnet. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist das Wetter überhaupt nicht schön. Also im Grunde hat es gestern angefangen und heute Morgen schien kurz die Sonne, dann war sie schon wieder weg. Esch habe ich zur Schule gebracht und seitdem regnet es jetzt. Ja, die großen Kinder sind auch angekommen, die sind jetzt zum Sport. Und ich fahre gleich mal zu Bauhaus, natürlich wieder mal. Wir brauchen unter anderem auch einen Eimer Putz, und zwar für außen. Das soll ja verputzt werden, ja, wo die Tür eingebaut wurde, von außen allerdings. Und da brauchen wir diesen bestimmten Putz, den ich auch schon mal bei Bauhaus geholt hatte, aber wir haben nur noch einen halben Eimer und der ist eher. Halt, wie gesagt, nicht mehr so gut. Deswegen brauchen wir einen neuen Eimer. Und ich habe gesagt, oh, ich stehe wieder Bauhaus. Aber morgen kommt da halt das Auto weg. Das heißt, morgen können wir nirgendwo hinfahren. Das muss in die Werkstatt. Und dementsprechend, ja, ist dann nur noch heute der Tag. Ja, ansonsten gab es hier soweit nichts Neues. Gestern hatte ich nichts aufgenommen. Wir haben auch nichts gemacht. Gestern war das wohl so ein chilliger Tag. Wir haben den irgendwie mehr oder weniger. Na gut, nein. Ich habe zwei Videos geschnitten. Ich habe die Buchhaltung gemacht. Ich habe. Was noch? Ein bisschen Haushalt gemacht und aber halt nichts aufgenommen. Entschuldige, dass ich in dein Video gehustet habe. Macht dann nichts. Auf jeden Fall. Wunderschönen guten Guten Morgen. Morgen, Ich darf dir nicht ins Wort reden. Adam hat sich schon eine Einkaufsliste aufgeschrieben, ne? Was wir alles brauchen. Also er braucht ein bisschen mehr. War gerade Spaß hier auf der Terrasse. Ja. Und ja, ich würde sagen, fahren wir jetzt los oder Komm. wir fahren los. So, ich habe meinem Schnucki mal ihre Kamera geklaut, um kurz mal zu zeigen, was wir uns bei Bauhaus holen wollen. So sieht ja im Moment unsere Terrassenüberdachung aus, die ich hier hingebastelt habe. Alles noch nicht zusammengeschraubt, das liegt erstmal nur so da und wartet, bis der Regen aufhört. Und dann habe ich mir gedacht, wenn wir schon zu Bauhaus fahren, dann baue ich da eine Tür hin, hier so einen Pfosten hin. Und für diese Tür brauchen wir so ein bisschen was. Und da dran muss noch eine Dachrinne. Mal sehen, ob die sowas haben. Wir sind jetzt bei Bauhaus. Ich habe mein Stück gerade gefragt. Ich so, was hast du eigentlich erzählt? Wissen die Zuschauer jetzt, was du so vorhast? Auf jeden Fall wollte er hinten an der Garage nochmal eine Tür einbauen. Dafür haben wir schon Pfosten da. Jetzt brauchen wir nur noch einen Haarträger dafür. Das ist ein Metallträger. Den sucht er gerade, glaube ich, raus. Irgendwie habe ich keinen Bock auszusteigen. Das Wetter macht einen so ein bisschen müde auch, ne? Ehrlich gesagt. Ich gucke mal ganz kurz. Eigentlich brauchen wir nur so einen Haarträger. Hat sie aber noch mehr aufgeschrieben. Hast du? Hast du? Ja, genau, so ein Ding. Guckt. Da. Nummer 1 erledigt. Super. Wir halten hier immer Stückchen für Stückchen an und holen, was wir brauchen. Guck mal, hier ist schon mal dieser Putz, den ich brauche gleich. 3 mm. Ich hatte ein Foto gemacht. 2. Diesen brauchen wir hier. Diesen Eimer gleich. Gott, ist das schwer. Muss Adam mir helfen gleich. Er ist schon bei den Regenrinnen, weil er eine Regenrinne braucht. Also den brauchen wir gleich. Und so ein Teil zum Verputzen. So, mein Schnucki ist hier schon bei den Regenrinnen. Weißt du überhaupt, was wir brauchen? Regenrinne. Ja, Regenrinne, das ist mir schon klar. Aber welche Größe? 3,40 m wie der Balken. Aber es gibt ja, guck mal, solche Breiten, das ist zu breit, ne? Wahrscheinlich so eine, Mal ganz das an, normal. ey. Ah Ist ja. das die Halterung dafür? Das funktioniert doch im Leben nicht. Nein, also die, was vorne gemacht wurde, die ist nicht so fett. Das ist doch, hier kommt das Glas hin. Hier Ja. ist der Sparren, wo das festgenagelt wird. Und dann plätschert das erstmal einen halben Meter runter. Keine Ahnung, müssen wir Das ist gleich doch nicht richtig fragen. hier. Das sind doch kleinere. Oder nicht? Die Dachrinne, die wir vorne dran haben, sowas, die Ja. sieht doch ganz anders aus, oder Nee, nicht? das ist so. Das ist aus diesem. Wir wollten ja keinen Kupfer haben. Wir wollten was Schlichtes, Weißes haben. Also so Zink. silbernes Zink. Ja, genau. Aber ich finde, die sieht stabiler aus als das.
Ja, das ist halt Bauhaus, ne? Wir nehmen jetzt welche, die sind 2 Meter lang und die sind ein bisschen schmaler hier, das ist schöner als das andere. Das Dach an sich ist ein bisschen kleiner. Und hier sind doch irgendwelche Halterungen. Ja. Diese Regelin muss ja nachher auch alles aufnehmen, was wir in einem anderen Dach bauen. Ah, stimmt auch wieder, dann plätschert es ja noch rüber vielleicht, ne? Doch lieber die. Da kommt ja überhaupt zu viel. Ich meine, das. Es ist nicht viel. Ich würde sagen, genau, bei uns ja auch. Ja. Also, das ist die Halterung wohl dafür. Das muss man nachher besägen wahrscheinlich. Das ist zu lang. Was anderes geben als das? Nein, das ist wahrscheinlich abgesägt. Schätze ich mal. Wenn das hier der Dachspannteil ist. Ja. Das ist ja ungefähr so. Regenrinne ist hier drin. Das fällt doch, ist das nicht zu tief? Also du läufst einfach in den Kopf gegen den. Ja, das stimmt. Du müsstest doch hier Regen, ja. Also Dach. Also an einem anderen Dach ist es nicht so hoch. Ja, da muss die sein. Ja. Aber das kann man doch bestimmt verstellen, oder nicht? Nee. Sicher? Du kannst das absägen. Ja, kann man absägen. Hier neue Löcher reinbohren. Achso, ja, okay. Spaß. Weiß ich nicht. So, wir haben was anderes gefunden. Ich glaube, dieses ist besser. Im Grunde wäre so ein Teil gut, aber es ist Plastik für andere Ringrennen. Nee, leiert. Das ist auch zu groß, ne? Oder was? Klappert. Klappert. Passt. Endlich, wir haben. Wie viel? Wir haben die gefunden. Kleinere. 5 brauchen wir. Ja. Ja, Wasser runter wäre irgendein anderes Wasser runter. Das. Hallo. Achso. Ach ja. Da ist so ganz viel. Müsste das nicht da hinten sein, weil das da. Nee, das sind nur diese Regenrinnen. Das ist zu groß, glaube ich, oder? Auch so. Mhm. So, Leute, nach fast einer Stunde sind wir fertig. Wir haben sogar eine Regentonne mitgenommen, weil wir die ja brauchen für hinten. Farbe habe ich schon gezeigt. Alles für die Regenrinne. Träger, fertig. So, nach dem Marathon bei Bauhaus, Leute, mache ich jetzt Essen. Esch hat sich wieder mal Garnelenpasta gewünscht, wie auch letzte Woche. Also, mag das total gerne, mein Schnucki. Ja. Ich sag, das riecht gut. Er holt gerade Esch ab und ich mache mal wieder seine Garnelenpasta. Dafür habe ich jetzt einfach mal Garnelen angebraten mit Zwiebeln, Knoblauch. Dann kam Muskat, etwas Chili-Pulver, Salz, Pfeffer dazu. Jetzt kommt Sahne, einfach Schlagsahne, geriebene Käse. Etwas Zitronensaft, habe ich aber schon reingemacht. Und ein Esslöffel von dem Tomatenbrat. Und dann ist das hier schon mal fertig. Da muss ich nur noch einmal die Spaghetti kochen. Und dann ist das Essen durch. Also es ist rucki-zucki. Man kann auch halt andere Nudeln nehmen, je nachdem, was ihr so essen mögt. Also, ich hoffe, ihr habt mich verstanden. Auf jeden Fall mache ich immer ganz viel das Essen hier zu Ende. Also, draußen ist das Wetter immer noch nicht so schön. Ehrlich gesagt, es regnet immer noch. Ich sehe es ja nicht, dass wir um 14 Uhr hier irgendwie Sonnenschein bekommen sollen. Ich weiß nicht, also es ist immer noch so eklig. Ich habe jetzt übrigens die Spaghetti quasi am Kochen. Die kommen gleich hier in diese Soße mit rein. Wird alles dann vermischt und dann ist das Essen schon mal fertig. Und dann mache ich noch ein Gericht und zwar hat Adam mal was gesehen. Und zwar eine Spaghetti-Pizza. Eigentlich machen wir das mit richtigen Spaghettis. Quasi, die nutzt man als Boden. Er meinte irgendwas mit Ei und, sag mal schnell, Käse. Ich nehme aber jetzt diese seine Cognac-Nudeln. Mal gucken, wie das dann alles funktioniert oder ob das überhaupt dann irgendwie schmeckt. Im Grunde hört es sich eigentlich ganz simpel an und auch eigentlich ganz lecker. Aber wir gucken gleich. Ich habe sowas noch nie gemacht, ehrlich gesagt, eine Spaghetti-Pizza. Die belegt man quasi einfach nur als Pizza, sodass der Boden nur aus diesen, in seinem Fall aus diesen Nudeln hier besteht. Und Ash kommt auch schon nach Hause. Schnucki auch. So, na gut. Dann können wir dann auch gleich essen. Nun fange ich an, jetzt die andere Pizza zu machen. Habe ich noch nie gemacht, noch nie gesehen, aber so ungefähr weiß ich, wie das so gehen soll. Diese Nudeln hatte ich ja vorher eingeweicht, ungefähr 5 Minuten im heißen Wasser. Das sind diese Cognac-Nudeln, die müssen eingeweicht werden. Käse gerieben, dann gibt es Thunfisch und Zwiebeln habe ich auch geschnitten. Ich hätte jetzt fast gedacht, dass ich mache jetzt einfach mal Soße hier rüber. Eine Hoffnung. Oh Gott, das ist alles ein bisschen flüssiger. Das ist einfach so eine Basilikumsoße. Wisst ihr, die kann ich einmal
vermischen. Ich hoffe, dass mir das da jetzt nichts untersifft oder runtersifft aus der Springform. Keine Ahnung, wie das schmecken wird. Riechen tut es aber schon mal ganz gut. Und die Sonne kommt raus. Ist auch schon mal ganz nett. So. Vielleicht ein bisschen mehr Soße. Gott. So. Fertig. Dann habe ich mir gedacht, ein bisschen Käse. Frag mich nicht, wie das wird. Also ich bin sehr, sehr gespannt. Und dann kommt hier nochmal Thunfisch und Zwiebeln drauf und dann wieder Käse und dann geht es in den Backofen. Und dann hoffen wir mal, dass es alles schmeckt. Adrian hat jetzt einmal diese Springform abgenommen und einfach den unteren Teil so gelassen. Guck mal, die sieht echt aus wie eine Pizza. Ne? Ich bin gespannt, wie das gleich schmecken wird. Ich habe das jetzt auf 190 Grad, circa 20 Minuten. Wir beobachten mal, wie das Ganze sich so entwickelt gleich. Ob das jetzt gleich reicht oder nicht, schauen wir mal. Im Grunde ist ja eigentlich alles fertig. Also die Pizza ist fertig. Sieht aber eigentlich ganz gut aus. Die Mini-Pizza. Mini-Pizza, genau. Also guten Appetit, ihr Lieben. Oh, ich muss die, nee, dann glaube ich, nein. Ich muss es gleich drauf lassen erstmal. So, wir essen jetzt gerade so die Pizza und ich muss ehrlich sagen, das schmeckt echt lecker. Ich weiß nicht, was es bei dir ist, aber also mir schmeckt es. Was hat die jetzt gekostet? Alleine schon die Nudeln, 3 Euro? Ja, die Nudeln sind halt ein bisschen teurer, ne? Also die hauen eine echt Mini-Portion. Rein. Eine Mini-Portion? Also das ist ja wirklich winzig, ne? Thunfisch, ein bisschen Käse. Aber schmeckt wirklich sehr lecker. Also hätte ich jetzt gar nicht so gedacht. Schmeckt sogar... Als Ersatzpizza genau, obwohl ich zum Beispiel Low-Carbiker nicht so gerne diese Cognac-Nudeln esse. Schmecken die hier echt ganz gut. Und dann mit Zwiebeln und Thunfisch ist lecker. Oh Leute, was schon wieder für ein Tag, ne? Mittlerweile haben wir das schon irgendwie kurz vor... gleich 16 Uhr. Ich habe Ash weggebracht zur Nachhilfe. Die schreiben diese Woche übrigens noch Mathe. Und wir haben ja nur noch 3 Wochen Schule. Und ich glaube, Freitag hat er gesagt, schreiben die. Auf jeden Fall geht er sowieso heute dahin und dann übt er halt für die Arbeit. Und Adrian und ich sind die ganze Zeit draußen beschäftigt, diese Balken, die wir jetzt aufgestellt haben, halt parallel zu machen, weil die müssen wirklich parallel zueinander, also im rechten Winkel dann auch irgendwie sein. Und, aber irgendwas haut da nicht hin. Adrian legt schon, schiebt und dann legt es wieder anders und dann misst er wieder und dann geht es irgendwie nicht. Auf jeden Fall ist das echt blöd. Immerhin war das jetzt trocken die ganze Zeit, aber ich glaube, es wird gleich wieder regnen irgendwie. Das Wetter ist heute wirklich so, vor allem bei uns bleibt es die ganze Woche so, ne? Man kann überhaupt irgendwie gar nichts machen, gefühlt. Und, achso, Geschirrspüler läuft schon mal. Wir haben heute ein bisschen Solarstrom gehabt, aber wirklich nur so ein bisschen. Ich werde mal ganz kurz nach hinten gehen und ich habe übrigens schon Balken angemalt. Also heute ist schon wieder so ein Tag, den kannst du echt aus dem Kalender streichen, ehrlich. Ich habe einen Balken angemalt. An diesen Balken soll ja die Tür nachher ran. Wisst ihr? Die wir da bei der Garage machen wollten. Ich zeige euch mal ganz kurz, was Arenda macht. Da, er versucht. Brauchst du Hilfe? Soll ich kommen und dir irgendwas halten oder so? Wir haben ja heute diesen großen Winkel gekauft. Den ganz großen und irgendwie haut da irgendwas nicht hin mit dem Ding. Weil, aber das muss alles richtig gut sein. Damit halt das Glasdach darauf kann nachher, ne? Naja, Problemchen. Wenn man 2 parallele Balken hat und von dem einen Balken geht rechtwinklig eine Leiste rüber zu einem anderen Balken, muss das doch da zwangsläufig auch rechtwinklig sein. Wenn es das aber nicht ist, was ist dann da falsch? Ohne. Ja, da oben überall. War schief. Nee, habe ich alles kontrolliert, alles perfekt. Selbst wenn die Wand schief wäre, wäre der Balken gerade dran und der andere Balken rechtwinklig und parallel. Kein rechter Winkel? Doch. Messfehler. Nein. Augenfehler. Ich weiß es nicht. Aber sieht doch gut aus. Ja, finden wir auch. Aber was finden wir nicht? Naja, wenn der Glaser da Glas drauf macht, müssen diese Felder da oben alle. Hey! Die Felder müssen alle perfekt. Hey! Hier. Gleich. Warte. Ja. Ich muss jetzt mal Leo erziehen. Oh, wir haben ihn nicht so angeschrien, ne? Der kleine war. Ey! Komm mal her. Nee, Leo? Ja, nee, Max. Naja, dann, wir sitzen, also, mit meinem Stück immer noch hier und überlegen, was da irgendwie falsch sein kann. Irgendwas haut da einfach nicht hin. Irgendwie gibt's da, ist da der Wurm drin.
Leo. Wir haben keine Lösung. Optisch sieht das alles gut aus. Also, der Balken an der Wand und der vordere Balken, die sind exakt parallel. Ist auch beide gleich lang. So, an dem Balken an der Wand habe ich so einen Verbindungsbalken darüber, rechtwinklig ausgerichtet. Mit einem riesengroßen Winkel. Ja. Die, einen von den fünf, genau. Wenn ich genau den Balken aber dann auf der anderen Seite messe, ob der rechtwinklig zu dem nächsten Balken ist, ist das nicht. Aber die haben auch nicht den gleichen Abstand, ne? Nee, das ist ja jetzt erstmal egal. Okay. Wir müssen ja erstmal einen einzigen mal hinkriegen, an dem man denn alle anderen ausrichtet, was? Liegen die nur drauf? Ja. Ja, so. Ja, die sind nicht fest. Okay. Max macht jetzt, der überlegt. Leo! Leo! Hier! Er hört das nicht. Guck! Wuhu! Für sie. Oh Leute, ich bin schon wieder im Sessel hier, ne? Also mein Schnucki ist am Verzweifeln. Er sagt, er findet den Fehler nicht, warum das teilweise da nicht hinhaut mit diesen rechten Winkeln. Also er sagt, es darf kein Parallelogramm sein, es muss wirklich alles perfekt sein für das Glas. Und er weiß nicht warum, woran das liegt. Jetzt geht er gucken, der Ringrinder hat gerade ein bisschen geschlafen, weil er sagt, er ist verzweifelt. Also. Sind zusammen geschoben. Wie bitte? Zusammen geschoben, ich nehme gerade kurz was auf. Ah. Also Ringrinde ist auch natürlich eine andere als die vom Bauhaus. Ja. Hm? Alles anders. Alles anders. Alles besser, ne, als das, was wir machen. Ja. So. Das war auch genervt jetzt, ne, weil er diesen Fehler nicht findet. Hier, lass nur jemanden fragen. Und dachte, nö, keine Frage, will es selber rausfinden. Aber selber rausfinden, er dreht sich gerade im Kreis, weil er einfach diesen Fehler nicht feststellen kann selber. Warum das? Optisch sieht das alles perfekt aus, aber das haut nicht hin. Und auch der Mensch von der Glaserei hat gesagt, du darfst natürlich kein Parallelogramm bauen, es muss wirklich perfekt sein, um das Glas darauf zu legen. Dann kommen noch Maschinen drauf. Und dann wird das Glas draufgelegt und wieder und nochmal was drauf und dann zugeschraubt. Aber ich sehe aus wie so ein Schwein, ne? Irgendwie vollgekleckert. Balken habe ich Sand angemalt. Ich mache gleich nochmal Abendbrot für uns. Esch habe ich abgeholt, der war zur Nachhilfe. Lässt ihm keine Ruhe jetzt, ne? Das macht keinen Sinn, jetzt wieder rauszugehen, weil es einfach nicht klappt und es hat wieder geregnet zwischendurch. Regensonne heute wieder. Und schon ist Abendbrot fertig. Ich habe jetzt für uns Salat gemacht. Und zwar, wird es da raus, Leo? Ist da raus? Dann lauf. Die Kinder sind einmal kurz zu Bauhaus. Dann lauf. Wir sind kurz zu Bauhaus. Und, ist alles so nass draußen, ne? Hat gerade schon wieder gegossen. Und Adam hat sie gebeten, Leo, komm! So eine Platte, so eine große Platte mitzunehmen. Komm, schnell! Schnell, los! Leo, schnell! Rein! Damit er das bei dem Dach ein bisschen besser alles sortieren kann, beziehungsweise alles gut richten kann. So, komm rein. Die Fliegen kommen sonst. Komm, Leo, schnell! Guck mal, die erste Fliege ist schon drin. Warte. Ja, du guckst auch auf die Fliege jetzt, ne? Warte mal. Oh nein. Oh nein. Wo ist sie hin? Oh Gott, jetzt habe ich die aus Versehen. So. Jedenfalls hat Adam die gebeten, halt so eine Platte mitzunehmen, damit er das bei seinem Dach gut ausmessen kann. So, also, war ich da stehen geblieben? Salat habe ich gemacht, ne? Für mich Rucola-Salat mit Avocado, Tomate, ein bisschen Eisbergsalat, Thunfisch, ein paar Kräuter. Und für mein Schnucki habe ich Eisbergsalat mit Radieschen, Tomaten, Zwiebeln, Gurke, Kohlrabi, Mozzarella-Kügelchen, bisschen Frischkäse. Genau, das war es auch schon. Das ist unser Abendbrot. Und ich habe für mich einmal Sesamöl damit dazugegeben. Genau. Wollen gleich essen. Na,
gut, ihr Lieben, also hier ist langsam Feierabend. Heute war schon wieder so ein ganz komischer Tag. Aber wie gesagt, solche Tage hat man auch, ne? Dass man irgendwie, das Wetter spielt auch nicht mit und das ist alles total irgendwie merkwürdig. Man kann draußen nicht viel machen. Jetzt hat Adam zwischendurch nochmal versucht, da alles auszumessen und euch mal gucken, wie das da weiterläuft, wie wir das da befestigen können. Auf jeden Fall bleibt spannend, ne? Also ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Vlog. Und bis dahin, passt auf euch auf. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.